Hallo zusammen, hier ist Christine von yesnomads.com und heute sind Paul und ich hier bei dem Prager Schloss, also bei der Prager Burg und hier auf dem Berg. Und die Prager Burg, die wurde 880 von dem Fürsten Borijov gegründet und die Burg, die ist wirklich so groß, die ist mehr so wie ein Dorf. Also es gibt hier verschiedene Museen und es gibt hier Ausstellungen und Geschäfte in dieser Burg und laut dem Guinness-Buch der Rekorde ist das größte, die größte Burg auf der Welt und es sind 70.000 Quadratmeter groß, 70.000, das ist wirklich Wahnsinn. Also wir sind jetzt hier bei dem Haupttor, bei dem Haupteingang von dem Prager, der Prager Burg und bei dem Tor sieht man eben, da sieht man eben diese zwei Giganten da oben und diese kämpfenden Giganten, diese Skulpturen, das sind die Kopien von der Originalskulptur, die wurden von dem Skulpteur Ignaz Franz Patzer wurden die gemacht. Und die Originale wurden eigentlich hier aufgestellt 1770 und 1921 wurden eben Kopien von diesen Figuren aufgestellt. Also hier sind noch ein paar interessante Sachen über diese Haupttor, diese Wächter hier. Und zwar diese Wächter, die wurden früher mit Unterkunft und nur mit Feuerholz bezahlt, also nichts weiter. Und die haben eben zwei Sachen mit den Wächtern in London gemeinsam. Und zwar das erste ist, dass es wirklich schwer ist, sie zum Lachen zu bringen. Sie sind wirklich eiskalt. Man kann auch ein Foto daneben machen, also neben ihnen. Und das Zweite, was sie gemeinsam haben mit den Wächtern in London, ist, dass sie jede Stunde, zur vollen Stunde, dass sie eben sich wechseln, dass die Wächter sich wechseln. Und also die Wachablösung findet dann statt. Und jeden Tag um 12 Uhr, also zur Mittagszeit, ist eine besondere Zeremonie. Da wird die Wachablösung mit Musik und mit Flaggen also hier zelebriert. Wir haben das schon gefilmt. Wir werden es entweder in ein separates Video auf YouTube stellen. Jedenfalls die Wachablösung. Was interessant ist, doch zu wissen, wo ihr steht. Und zwar seht ihr da drüben bei diesem Gate, da hat sich der Paul hingestellt, ganz drüben. Auf der linken Seite ist es wichtig und nicht auf der rechten, weil dann kommen nämlich diese Wächter, die kommen dann an euch vorbei, die kommen von dort. Und das ist der eine Platz, wo ihr euch hinstellen könnt, also auf der linken Seite vom Tor, um das zu sehen. Und auf der anderen Seite wäre das, um 11.30 Uhr tun die Wächter so Barrieren aufstellen. Wenn ihr früh genug da seid, kriegt ihr eine gute Position, dann könnt ihr das filmen, wie die Wächter von da oben eben kommen oder Fotos machen und hier runterlaufen. Also hier ist jetzt der erste Hof von dem Schloss und zwar hier ist eben immer diese Barriere, wird hier aufgestellt und da kann man dann zur Mittagszeit diese große Wachwechselung sehen und dann hinten werden dann die Fenster geöffnet, da kommen dann die also die Musiker, die spielen dann diese Trompeten und so. Und der Paul, der war hier, vorhin war der Paul da hinten bei diesem Tor, hinter dem Tor, auf der linken Seite. Und da kann man eben gut das sehen von der anderen Seite, weil es ist ja alles abgeschirmt, wo dann eben die Wächter diese Zeremonie zeigen. Und jetzt gehen wir in den zweiten Hof. Und bevor wir da reingehen, zeige ich euch noch das Matthias-Tor. Das Matthias-Tor ist eben der Eingang zum zweiten Hof und es wurde von dem italienischen Bauherrn Giovanni Maria Filippi wurde das eben gebaut 1614 und es ist eben so benannt Matthias-Tor nach dem Kaiser Matthias. Also gehen wir jetzt da durch. Wir sind jetzt hier in dem zweiten Hof und hier sieht man eben diesen Brunnen, der ist jetzt gerade weiter dran gebaut. Und hier drüben sieht man noch eben die Heiligkreuzkirche, die wurde 1753 im Barockstil erbaut und zwar von Anselmo Lurago. Gut. Also wir sind jetzt hier im dritten Hof und zwar ist hier diese der St. Veits Dom ist eben hier hinter mir und der Dom, der ist auch der Sitz des Erzbischofs von Prag und der Dom ist das größte Kirchengebäude in der Tschechei, in der Tschechischen Republik und ist die Ruhestätte von vielen Königen und Königinnen und von Kaisern. Und man kann eben auch diese Kirche, also dieses Kirchgebäude, kann man auf der 50-Kroner-Münzen
10, also hier ist das. Und das sind ungefähr, how much is that in Euro, Paul? 10. Das sind ungefähr 2 Euro, die 50 Kronen. Und also diese, um 1344 hat der Kaiser, der Karl IV., hat den Matthias von Arras damit beauftragt mit dem Bau dieses Doms. Und der Bau, der dauerte ziemlich lange. Der wurde auch mal gestoppt wegen den Hussitenkriegen. Und der wurde eigentlich erst im 20. Jahrhundert fertiggestellt. Hinter dem Veitsdom ist noch ein kleiner Platz und da befindet sich auch ein Restaurant und die St. Georgs Basilika. Das ist die mit der roten Fassade. Und jetzt zeigen wir euch noch den königlichen Garten und danach die andere Seite der Prager Burg. Also die Prager Burg hat verschiedene Gärten. Also man kann die Gärten auch frei zugehen, also kann da reingehen. Und zwar während der Haupttouristensaison, also vom 1. April bis zum 31. Oktober. Und wir sind jetzt hier in dem königlichen Garten. Und hinter mir ist der Sommerpalast, also Belvedere, die Residenz von der Königin Anna. Also das wurde als Lusthaus für die Königin von Anna gebaut. Ich weiß gar nicht, ob sie es selber gesehen hat. Und zwar zwischen 1535 und 1563 von dem Modell von Paolo della Stella. Und wir zeigen euch jetzt eben noch ein bisschen was von dem königlichen Garten.